Wie viel wert ist ein Mensch? Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz ehrlich gefragt, wie viel ist der Mensch wert? Oder was ist der Mehrwert von einem Menschen im Vergleich zu einem Tier, zu einem Vogel? Ob das ein Hund oder Elefant oder irgendwelche Tierart? Ist der Mensch mehr wert als ein Tier, ein Vogel oder eine Blume? Sehr oft habe ich das Gefühl, dass viele Menschen einfach damit zufrieden sind, mit dem Essen, mit dem Trinken, vielleicht ein Zuhause zu haben. Das ist alles für sie vorbei. Das heißt, sie stehen auf, sie frühstücken, sie gehen zur Arbeit, dann kommen sie zurück und dann haben sie ihre Familie, haben sie irgendwelches Vergnügen. Und dann, der Tag ist rum und dann geht es weiter, da kauft man ein Auto oder man lebt einfach mal so wie die anderen, man vergleicht vielleicht, dass der andere ein oder anderes besser hat und dann versucht man auch das zu erreichen oder dass man irgendwie eine Familie halt gründen möchte, eine Beziehung haben möchte und ja, ist das alles der Mensch oder der Wert eines Menschen? Warum haben wir überhaupt als Menschen Lust für Kunst, für Musik, für Theater, für Literatur, für verschiedene Sachen, was die anderen Lebewesen nicht haben? Der Mensch hat auf jeden Fall, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen anderen Wert. Die Frage ist, wissen wir, was wir für etwas erschaffen worden sind, was die Tierwelt nicht hat? Wollen wir überhaupt das erreichen? An diesem Wochenende spricht Jesus ganz klar. Er sagt, bemüht euch nach der Speise, die nicht verdirbt. Ihr glaubt, weil ihr das Brot gegessen habt, ich habe ja 5000 Menschen mit 5 Brote gesättigt. Also ihr glaubt mir, weil ihr diese Zeichen gesehen habt. Nein, das ist nicht genug. Ihr seid als Menschen für etwas Höheres erschaffen worden. Das heißt, ihr seid für den Himmel erschaffen worden. Ihr seid für die Transzendenz erschaffen worden. Ihr könnt noch mehr und ihr sollt auch dieses Mehr in euch spüren. Zum Beispiel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir zu einer Kirche gehören, zu einer Religion gehören, dass wir zu einem Gottesdienst gehen und dass wir irgendwas Neues entdecken. Tremendum fascinatum, das heißt, dass wir begeistert sind von dem, was wir einfach nicht selber erschaffen haben. Und das sind die Sachen, wo ich sagen würde, dieses Mehr. Wir sind eigentlich nicht als Hühner, die zu der Erde schauen, erschaffen worden, sondern wir sind wie die Adler für den Himmel erschaffen worden. Das heißt, wir sollten schon in diesem Leben ein großes Stück das ewige Leben erfahren. Warum nicht? Gott, der Christen sagt, ich ermögliche das, dass ihr eben für den Himmel erschaffen worden seid. Das heißt, ihr könnt schon in diesem Leben ein großes Stück vom Himmel in eurem Leben spüren, erfahren. Aber sind wir bereit dafür? Sind wir nur einfach nur für das Brot und für das Normale, für das Materielle da? Sind wir nicht für mehr erschaffen worden und dass wir auch danach suchen? Ich habe das Gefühl, dass in diesem Kontinent in Europa, dass wir vieles verlieren, dass wir diese religiöse, dieses mehr als was das materiell ist, verloren haben oder langsam verlieren. Wir müssen zurückkehren, wir müssen noch mehr in die Mystik gehen, dass wir wirklich auch Gott erleben in verschiedener Art und Weise. Gott schenkt jeden Tag verschiedene Möglichkeiten, dass wir ihn erleben dürfen. Aber dafür müssen wir wagen. Sind wir bereit? Viel Freude dabei.